In dem folgenden Video wird der Versuch V1 Leitfähigkeit von Elektrolyten aus dem Praktikum Physikalische Chemie kurz erklärt. Aufgaben des Versuches sind einerseits Messung der spezifischen Leitfähigkeit von starken und schwachen Elektrolyten wie NaCl und Essigsäure. Zusätzlich wird die Grenzleitfähigkeit und die Dissoziationskonstante bestimmt. Zur Theorie des Versuches. Die Leitfähigkeit ist nicht mehr als der Kehrwert des elektrischen Widerstandes und besitzt die Einheit Siemens. Die spezifische Leitfähigkeit ist die Leitfähigkeit eines Würfels mit 1 cm Kantenlänge. Diese besitzt die Einheit Siemens pro Zentimeter. Kappa, das Zeichen für die spezifische Leitfähigkeit, wird so definiert. Einerseits durch mithilfe von L, die Länge, durch den Widerstand mal die Fläche oder kurz gefasst C, die Zellkonstante, durch den Widerstand. Die molare Leitfähigkeit ist die Leitfähigkeit eines Moles und wird mit dem Zeichen Groß Lambda dargestellt. Groß Lambda wird berechnet, indem Kappa, die spezifische Leitfähigkeit, durch die Konzentration gezählt wird. Nun zu den starken Elektrolyten. Starke Elektrolyte, wie zum Beispiel NaCl, sind stets vollständig dissoziiert. Die Leitfähigkeit dieser Lösungen kann mithilfe des Kohlrauschschen Quadratwurzelgesetzes bestimmt werden. Groß Lambda, hier die molare Leitfähigkeit, ist gleich Groß Lambda hoch 0, die molare Grenzleitfähigkeit, minus B, das Maß für die Konzentrationsabhängigkeit der Ion-Ion-Wechselwirkung, mal die Wurzel aus der Konzentration. Nun zur Versuchsdurchführung. Im Labor sieht der Versuch folgendermaßen aus. Vor Ihnen befinden sich zahlreiche Vollpipetten und zahlreiche Messzylinder. Zusätzlich befinden sich zwei Lösungen an dem Tisch, einerseits eine Lösung aus Essigsäure und einerseits eine Lösung mit NaCl. Auch an dem Tisch befinden sich ausreichend destilliertes Wasser und eine Pipette. Zuerst müssen Sie zwei Verdünnungsreihen einsetzen, einmal für NaCl und einmal für Essigsäure. Zusätzlich wird ein Blindwert, der aus reinem destilliertem Wasser besteht, hergestellt. Nun kommen wir zur Messung der einzelnen Messwerte. Dies wird gemacht, indem erst die Messelektrode gespült wird. Dies wird gemacht, indem die Lösung, die gemessen wird, in ein kleines Becherglas gegeben wird, kurz umgerührt wird und dann verworfen wird. Anschließend geschieht die erste eigentliche Messung. Es wird wieder ein bisschen der Lösung in das Becherglas gegeben und die Messelektrode wird umgerührt. Anschließend wird auf dem Messgerät den Messwert abgelesen. Es wird für den Blindwert dreimal gemessen und für alle anderen eigentlichen Werte zweimal. Beachten Sie, dass Sie die richtige Einheit an dem Messgerät ablesen. Nun zur Auswertung. Zuerst wird der Mittelwert der drei Blindwerte bestimmt. Anschließend werden alle Daten der Messreihen aufgetragen in einer Tabelle. Aus den zwei Werten für die Leitfähigkeit wird ein Mittelwert gebildet. Von dem Mittelwert wird anschließend der Blindwert abgezogen. Die Leitfähigkeit minus den Blindwert kann gegen die Konzentration in einen Graphen aufgetragen werden. Zur weiteren Auswertung werden zwei weitere Spalten erstellt. Erstens, die erste Spalte besteht nicht mehr als aus der Wurzel der Konzentration und die zweite Spalte besteht aus der molaren Grenzleitfähigkeit. Diese wird berechnet, indem die spezifische Leitfähigkeit mal den Faktor 10 hoch minus 6 durch die Konzentration mal 10 hoch minus 3 geteilt wird. Die beiden Werte werden in eine Regression eingeführt. Die y-Werte sind hier die molare Grenzleitfähigkeit und die x-Werte die Wurzel der Konzentration. Hier ist zur Erinnerung der Excel-Befehl, der dafür notwendig ist. Zur weiteren Auswertung. Aus der Regression entstandene Matrix kann die Grenzleitfähigkeit einfach abgelesen werden. Hier liegt in der Matrix liegt unsere Grenzleitfähigkeit oben rechts in der hier gelb markierten Feld. Diese beträgt in unserem Fall 117,5 Siemens mal Quadratzentimeter pro Mol. Die vorhin berechnete Regressionsgerade kann auch in der Auftragung nach Kohlrausch abgebildet werden. Hier wird die molare Leitfähigkeit gegen die Wurzel der Konzentration aufgetragen.